Hi, hier ist der Frank aus dem Foodblog hamburg.de. Ich bin hier schon wild am Machen, bin schon den ganzen Tag dabei, hier neue Sachen auszuprobieren für euch, damit ich für euch anständige, geile neue Videos machen kann. Heute wollen wir mit meiner Feuertonne mal wieder was machen, und zwar keine Burger, nicht so wie letztes Mal. Diesmal machen wir was Neues. Ich mache heute so Hühnerschenkel, davon habe ich halt so ein paar. Hier haben wir so einen, die werde ich jetzt gleich schön marinieren, einen schönen Wrap da drauf tun, ein bisschen feurig das Ganze, und dann werde ich die schön auf meiner Feuertonne braten. Dazu, weil wir ihn gerade super bekommen haben, gibt es wieder ein bisschen grünen Spargel, schön mit Knobi gemacht, und als weitere Beilage, das findet sich jetzt hier gleich bei unserem Video. Jetzt kommt erstmal schnell unser Intro und dann geht's los. Ich habe mir wunderschöne Hähnchenkeulen organisiert. Ich habe hier schon so ein bisschen was gemacht. Da ist schon so ein bisschen Wrap und so ein bisschen Öl drin. Ich tue da jetzt einfach mal zwei rein. Dann kommt da ein bisschen Öl drauf. Dann werden die jetzt schon mal so ein bisschen geölt hier von mir. Jetzt ist da natürlich schon so ein bisschen Wrap dran. Das finde ich nicht ganz so schlimm. Ich habe hier ein Devil Dust. Das ist so, soll ein bisschen schärfer sein. Das tun wir dann mal ein bisschen rüber. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Magic Dust. Das tun wir ja auch noch rüber. Ich glaube, wenn das Devil Dust so scharf ist, wie ich mir das vorstelle, dann reicht das völlig aus, was wir da schon dran haben. Jetzt werde ich das Ganze hier drin so ein bisschen wenden, so dass wir überall etwas von diesem Rib dran haben. Ich weiß gar nicht, ob man das gut sehen kann. Und dann lassen wir das hier nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten drin liegen. Und dann werde ich das gleich schön auf meine Feuertonne tun. Meine Kohle wird gerade heiß, so dass ich da gleich meine Feuertonne auch schön benutzen kann. Und dann geht das gleich los. So, ein bisschen Öl auf meine Fläche hier. Das läuft sowieso alles runter, weil sie schon wieder schrecklich steht heute. Und wackeln tut sie auch. Richtig blöde von mir. Dann ziehe ich mir mal eben schnell meine Hühnerschenkel hier rüber. Die sehen richtig genial aus und die kommen jetzt hier einfach mal so drauf. Genial. Ich mache da jetzt meine Haube wieder drüber und lasse die da jetzt nicht vor sich hin schmorgeln. Währenddessen mache ich mir noch wieder ein bisschen Öl auf meine Fläche und dann kommt da ein bisschen Kartoffel drauf. So. Man muss da echt drauf achten, wie man die hinstellt, weil heute habe ich ein bisschen gepennt und habe nicht richtig geguckt, habe sie dann heiß werden lassen und habe dann da die hingestellt. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, dann läuft mir das Öl nämlich immer ein bisschen weg. Also Augen auf beim Hinstellen der Feuertonne, wenn man sie so wie ich halt häufiger mal wegräumen muss. Ich habe jetzt mir so ein bisschen Kartoffelspalten besorgt, die tun wir jetzt mit hier mit ran. Und dann kommt gleich noch mein grüner Spargel dazu. Ich habe jetzt meine Hühnchen hier mal einfach so ein bisschen in die Mitte gezogen und da die Glocke drauf getan. Und da fangen die jetzt an, richtig schön knusprig zu werden. Sieht doch schon richtig geil aus. Sind natürlich noch roh, ist klar, ist noch nicht lang genug. Das braucht noch einen kleinen Moment. Aber es ist am Werden. Meine Kartoffeln sind hier dabei und rösten hier vor sich hin. Die werden auch klasse und ich tue hier vorne gleich meinen grünen Spargel hin. So, es ist soweit. Mein grüner Spargel kommt jetzt auch an den Start. Ich habe da schon wieder ein bisschen Öl hingemacht. Der grüne Spargel kommt jetzt hier schon mal drauf. So. Sehr schön. Und dann noch ein ganzer Punch Knobi oben drauf. Den wollen wir ja haben. Das sieht richtig geil aus. Hoffentlich ist er dann mit seinem Mülleimer gleich mal fertig. Der klappert hier rum wie blöde. Meine Kartoffelspelten sind fertig. Mein grüner Spargel sieht tippitoppi aus. Terre, nicht die. Die werden erst noch. Die waren in der Packung mit drin. Die sind aber tipptopp. Die haben mittlerweile eine Kerntemperatur von über 70 Grad, habe ich gerade gemessen. Also können wir die wunderbar jetzt essen. Ich nehme da jetzt einen von runter. Den tue ich auf den Teller und dann schneide ich den einfach mal auf, damit ihr das sehen könnt. Ich schneide den jetzt hier einfach mal ein bisschen auf. Mal gucken, wie gut das geht.
Autschi, ist nicht heiß. Hier könnt ihr sehen, wunderschönes, zartes Fleisch, zerfällt förmlich hier. Richtig geil. Ich werde jetzt die Teller hier eben fertig bauen. Dann werdet ihr ja gleich sehen, oder beziehungsweise habt ihr ja schon gesehen im Vorspann. Und dann sehen wir es gleich wieder. Hier kann man jetzt unseren Teller sehen. Schön das Hähnchen, ein bisschen Kartoffelecken, schön grünen Spargel. Ist das nicht so ein eleganter Teller, wie wir die ganzen letzten Male gemacht haben, aber ich finde ihn trotzdem sehr geil. Das ist alles sehr, sehr gut gewürzt, bringt einen Höllenspaß, es zu essen. Und wir werden ihn jetzt genießen. Hey, so schnell ist schon wieder so ein Video vorbei. Ich hoffe, die haben unsere leckeren Hähnchenkeulen gefallen, die wir auf der Tonne gemacht haben. Demnächst zeige ich noch mal welche, die ich im Smoker mache. Da liegen nämlich schon welche drin. Die sind da jetzt mit meinen Spare Ribs. Da kommt jetzt auch demnächst ein kurzes Video, wo drin ich das Video, mein Experiment so ein bisschen vorstelle. Und dann mache ich halt noch mal ein richtiges Video, wo man halt sehen kann, wie ich versuche, die halt ein bisschen schneller zu machen als dieses 3-2-1-System, sondern ein bisschen mit Abkürzung, ein bisschen höhere Temperaturen. Aber ich glaube, das wird auch ganz geil. Sollte dir mein kurzes, schnelles Video gefallen haben und unser Rezept, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere mich. Es wäre sowieso geil, wenn ihr mich mehr Leute abonnieren würden, weil momentan sind meine Abo-Zahlen, fallen momentan ins Unendliche. Ich kann kaum reden. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie neulich habe ich 68 neue Leute gehabt, die sind mir dann sofort wieder abgezogen worden. Und seitdem verliere ich irgendwie jeden Tag 2 bis 5 Leute. Richtig ätzend, weil irgendwann verdiene ich halt auch gar keine Kohle mehr damit. Und das wäre schon sehr, sehr schade, weil man investiert halt doch ziemlich viel Zeit und auch Geld. Und man möchte so ein Hobby natürlich auch gerne weitermachen. Abonniere mich gerne, ich würde mich extrem freuen. Und es sagt tschüss, der Frank vom foodblog-hamburg.de. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao, ciao.